Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hautsache mit Herz Podcast, der Podcast für Kosmetikerinnen. Ich bin Birgit Bollwein und auch heute gibt es wieder Emotionales, Lehrreiches und Mutmachendes auf deine Beauty-Ohren, damit du dich endlich traust, dich als Expertin zu zeigen. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, damit klar wird, dass in deinem Beruf mehr steckt als ein bisschen Puder, Lippenstift und Dulli-Dulli. Los geht's! Ja, herzlich willkommen heute wieder zu unserem Hautsache mit Herz Podcast. Ich habe heute einen außergewöhnlichen Gast und da werdet ihr euch vielleicht fragen, hä, wieso ist dieser Gast jetzt für uns Kosmetikerin interessant? Aber wir haben ja immer auch Dinge, wo wir vielleicht im ersten Moment gar nichts mit anfangen können, wenn wir jetzt hören, wer kommt, aber einfach dranbleiben, denn es wird heute sehr interessant für euch. Und wenn wir jetzt schon mal an die Zukunft denken, vielleicht auch an Weihnachten, vielleicht auch an besondere Tage, dann ist diese Folge heute für euch oder ist sie auch sehr, sehr spannend, weil hier erfahrt ihr heute mal etwas von einer Person, die ich jetzt mal kurz vorstellen möchte. Und zwar, er ist geboren in der Steiermark, entdeckte bereits während seiner Ausbildung zur Sommelier seine Leidenschaft für Wein. Von dort führte ihn sein Weg als Assistent Sommelier in renommierte Restaurants wie das Wiener Steiereck und das mehrfach ausgezeichnete Obauer in Werfen, wo er wertvolle Wein- und Gastronomieerfahrungen sammelte. Jetzt wird's interessant, weil ich weiß, dass meine Kosmetikerin gerne Wein trinken. Deswegen bleibt dran. Seine Neugier führte ihn auch ins Sterne-Restaurant Au Crocodile in Straßburg und auf die Luxuskreuzfahrtschiffe von Crystal Crisis. Der Höhepunkt seiner Reise brachte ihn mit nur 23 Jahren nach New York City, wo er sich den renommierten Restaurant des Sternekochs Kurt Gutenbrunner widmete. Bei Waldsee, Café Sabarski, Blaue Gans und Upholsterie, ach Gott, Store, ich hoffe, ich spreche jetzt alles richtig aus, kreierte er herausragende Weinkarten und trug als General Manager des Sterne-Restaurants Waldsee maßgeblich zum Erfolg bei. Jetzt ist er wieder in Österreich und möchte seine Leidenschaften durchteilen. Und vor einiger Zeit, und jetzt kommen wir erstmal dahin, wo wir hinwollen, gründete er Liquid Signature, ein Projekt, bei dem er sein einzigartiges Wissen und seine Expertise auf ganz besondere Weise mit uns teilt. Herzlich willkommen, Leopold Schneemann. Schön, dass du da bist und schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Und du dein Wissen jetzt hier teilst und vor allen Dingen deine Präsente, die du ja hast. Und es ist heute genau der Grund, warum er da ist. Er präsentiert ja, das wird er gleich selber erzählen, ganz, ganz tolle Geschenke. Und wir wollen ja im Premium-Bereich arbeiten. Da habe ich gesagt, Mensch, das könnte interessant für uns sein. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was er zu sagen hat. Herzlich willkommen, Leopold. Wie gesagt, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Hallo Birgit, danke für die Einladung. Es freut mich wahnsinnig, dass ich da dabei sein darf. Es hat mich auch gefreut, wie wir uns kennengelernt haben vor ein paar Wochen. Ja, also du hast ja meinen Lebenslauf ja perfekt schon runtergesprochen. Also ich habe ja gar nichts mehr dazu zu fügen. Nur kurz, also mein Name Leo Schneemann. Wie gesagt, nach vielen Auslandsstationen, die ich wahnsinnig genossen habe, weil ich sage immer, man sollte was erleben im Leben, bin ich wieder zurück in Wien. Seit Anfang 2021 und habe Anfang 22 die Liquid Signature gegründet. Die Liquid Signature steht für flüssige Handschrift auf Deutsch. Und wir fokussieren uns im größten Bereich auf außergewöhnliche, kreative Geschenke für Kunden, Mitarbeiter, Hochzeitsgeschenke. Alles, was wir im Repertoire haben, die Birgit hat es gesehen vor 2 oder 3 Wochen, ist sehr kreativ, nicht am Markt erhältlich und absolut personalisierbar. Das heißt, von der Gravur über eine Banderole, über eine Bebügelung eines Coverbags, über eine Beföhnung eines Kühlers. Man kann da der Kreativität wirklich keine Grenzen setzen. Und warum wir das machen, ist ganz einfach erklärt. Ich war jahrelang in der Gastronomie, wie die Birgit so schön das Ganze von mir erzählt hat. Ich liebe es, Menschen Gutes zu tun. Ich liebe es, wenn Menschen sich freuen, dass sie einen schönen Moment, einen schönen Augenblick, eine schöne Zeit hatten. Durch meine 20-jährige Tätigkeit im Ausland und Inland, sage ich jetzt Österreich, durch Corona hat sich einiges verändert in meinem Leben und ich wollte in diesem Food- und Beverage-Bereich bleiben. Aber ich hatte schon in New York die Idee,
weil wir haben immer dieselben Geschenke bekommen am Ende des Jahres. Oder wenn wir beschenkt wurden, hast du schon vorhinein gewusst, was du circa bekommen wirst. Und das ist ja absolut toll, weil es natürlich freut es dich und die Firma oder der Mensch dahinter gibt natürlich auch Geld aus. Aber es war ziemlich immer dieser Standard, die x-te Kaffeetasse, das neue Sterilglas und also wirklich im Standardbereich. Und ich denke, dass wir mit der Liquid Signature etwas kreieren, wo wir einen Mehrwert für eine Firma schaffen, wo wir einen Mehrwert für Mitarbeiter, Kunden schaffen, wo wir ein Firmenbranding drauf haben, wo ob jetzt Mitarbeiter oder Kunde oder andere Personen nach Hause gehen und sagen, wow, Firma XY hat sich wirklich hat wirklich nachgedacht, was sie heuer verschenken. Und das geht von der Champagnerbox los, wo du eine wirklich große Champagnerbox hast, in diesem Rot, in unserer Firmen-CI gehalten, mit dem Bubbles, wie du eine Flasche ins Wasser schmeißen würdest. Es ist Rosé-Champagner drinnen, wirklich hochwertiger Premier-Grü-Champagner, Rosé-Champagner drinnen aus dem Hause de St. Gall. Wir haben einen Kühler dafür designt, was man mit Firmenlogo versehen kann. Zieht sich. Bitte. Leopold, lass uns noch mal ganz kurz. Ich sehe, du bist total euphorisch und bist hier schon so in einem Modus. Hey, ihr wisst gar nicht, was ihr hier für tolle Geschenke ich hier an der Hand habe. Lass uns doch einfach mal noch ein bisschen den Leopold kennenlernen. Also die Person, die jetzt hier das kreiert hat, weil du hast ja irgendwo eine Vision damit gehabt. Irgendwann ist es ja entstanden. Du bist ja in der ganzen Welt rumgereist, hast tolle Weine kennengelernt. Du hast wirklich mit renommierten Menschen gearbeitet. Wie kommt man dazu zu sagen, ich gebe das alles auf, mach meine Firma und das muss ja irgendwo eine Intention gewesen sein, irgend so ein Funke, der da gesagt hat, ich mach das jetzt. Ich meine, Corona hast du schon genannt, aber was ist passiert? Was ist mit dem Leopold passiert, der früher durch die Welt gereist ist? Beginnen wir kurz vom Anfang an. Also ich bin aufgewachsen, geboren in der Steiermark und mein Vater wollte unbedingt, dass ich Automechaniker werde bei Volkswagen. Das wollte ich nicht, weil das wäre nie mein Gewerbe gewesen, sage ich jetzt mal. Und bin dann in die Gastgewerbefachschule gekommen und das hat mich wahnsinnig begeistert, weil es mich wahnsinnig begeistert hat, weil man seine Kreativität in einer Art und Weise ausleben lassen kann, weil es von diesen Gästen, und ich war glücklicherweise immer in sehr tollen Lokalen, auch geschätzt wird und weil es einfach ist, um die Welt zu sehen, weil dieser gastronomische Zweig Deutschland, Österreich, Schweiz ist sehr begehrt weltweit. Und dadurch hatte ich eigentlich wirklich ein Hobby zum Beruf gemacht. Und der Wein hat mich schon mit 17 interessiert. Ich habe auch nicht nur in Frankreich auf einem Weingut gearbeitet, ich habe auch in Österreich für 3 Monate Praktiken gemacht auf einem Weingut. Also ich bin eher ich bin nicht dieser Sommelier, den man sich vorstellt, der dir 14 verschiedene Cabernet Sauvignons von der Welt erzählen kann. Ich weiß wirklich, wie es von der Pike aus geht, wie man Wein macht. Und das war immer mein Interesse. Wie wird das Produkt hergestellt? Ob konventionell, biodynamisch? Und ich bin immer dieser Mensch, der den Hintergrund gerne weiß. Wie wird das wirklich gemacht? Und dann kann man auf dieser Foundation, sage ich jetzt mal, kann man aufbauen. Und dann war ich sehr erfolgreich in meiner Karriere als Sommelier unterwegs. Und es hat dann einige Umschiftungen gegeben in meinem Leben. Unter anderem auch Corona und ein Krankheitsfall in meiner Familie. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ich mag es einfach, Menschen glücklich zu machen. Und ich wollte auch raus aus dieser Gastronomie, weil ich es liebe, Veränderung zu haben. Ich bin ein Mensch, der sich gerne wieder selbst, wenn du dich selbst neu anstrengen musst, von ganz neu, oder du musst dich selbst wieder neu finden. Das sind Sachen, die mich wahnsinnig begeistern und auch beschäftigen. Und diese Idee mit dieser ganzen Geschenk, hochwertigen Food and Beverage Geschenkgeschichte, habe ich ja auch schon gesagt, das ist ja nicht jetzt aus einer Not entstanden, sondern das war wirklich schon 2, 3, 4 Jahre, wo ich mir gedacht habe, warum können wir nicht was schenken, wo ein jeder einen Mehrwert hat und wo sich jemand wirklich freut darüber. Und dann muss man es jetzt auf der einen Seite Corona verdanken, dass die Gastronomie wirklich am Stillstand war. Für fast 2 Jahre weltweit, nicht nur in Österreich, Deutschland, weltweit. Und die Not macht dann immer erfinderisch, weil ich kein Mensch bin, der zu Hause sitzen kann und nichts tun kann und wartet jetzt, ob es weitergeht oder wie es weitergeht. Und na gut, dann habe ich die Situation gepackt und haben wir das Ganze realisiert.
Und jetzt sind wir mittlerweile ein bisschen über ein Jahr alt und es macht wahnsinnig viel Spaß. Super. Das soll es ja auf jeden Fall machen. Und deswegen war jetzt aber so interessant. Aber jetzt wird mich mal so die Arbeit als Sommelier interessieren. Ich bin ja ein Weintrinker, kann man sagen. Naja, ich erkenne jetzt keinen hochwertigen Wein oder einen günstigen Wein. Ich war jetzt auch noch nie auf einer richtigen Weinprobe. Also ich gehöre da jetzt nicht dazu, weil ich nicht der Alkoholtrinker bin. Also ich trinke schon mal ganz gerne mein Weinchen, aber jetzt, ja, bin ich jetzt nicht, wie gesagt, der Kenner. Aber was ist so das Besondere an deinen Weinen? Woher kommen die? Was macht die aus? Was ist der Unterschied zu anderen? Weil du sagst, du bist ja so im Premium-Bereich unterwegs. Warum deine Weine, Leopold? Wie gesagt, die Hintergründe zu wissen, hinter den Regionen, hinter der Machart. Und wenn du dich lange genug mit dieser Materie beschäftigst, kennst du dann auch viele Weinmacher oder Winzer. Und du weißt auch ganz genau, wie die Weingartenarbeit funktioniert, was sie machen, wie sie es machen. Und in dieser Art und Weise ist es natürlich immer ein Schmecken und ein Riechen, wo du natürlich dann, wenn du es lange genug machst, auch eine gewisse Professionalität entwickelst und natürlich auch deinen eigenen Charakter und Stil entwickelst, was dir schmeckt, sage ich jetzt mal. Und so habe ich immer meine Weingüter oder meine Freunde, Partner ausgesucht, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich bin jetzt aber auch keiner, der sich neuen Ideen verschließt oder alte Ideen zur Seite schubst, sage ich jetzt mal, weil es gibt wirklich im biodynamischen Bereich, im kommerziellen Bereich, es gibt wirklich überall wirklich tolle, tolle Weinmacher und die habe ich immer versucht herauszufiltern. Also ich bin jetzt keiner, der was jetzt dann sagt, oh, ich trinke nur mehr biodynamische Weine oder ich trinke nur mehr das. Ich versuche immer diese ganze Bandbreite, das ganze Erlebnis wirklich abzugrasen. Und mir das Beste rauszuziehen. Was ist das Erlebnis bei einem Weintrinken? Was heißt für dich Erlebnis? Ach, das Erlebnis beim Weintrinken, ich kann das sehr kurz fassen. Das Erlebnis beim Weintrinken, ich trinke selber alleine nie Wein. Alleine trinke ich auch keinen Alkohol. Aber das Schöne an einer Flasche Wein oder an einem Glas Wein zu zweit ist einfach, dass du es wirklich genießen kannst. Man trinkt es nicht so schnell wie Bier. Es ist vom Alkoholgehalt nicht so hoch wie hochprozentiges. Und du hast halt immer diese Geschmäcker. Ein Riesling hat immer diese dynamische Säure. Oder wenn ich jetzt sage, eine grüne Veltliner ist etwas eleganter. Und so macht es auch Spaß, ins Gespräch zu kommen mit anderen Leuten. Und für mich ist Wein eine gewisse Lebensfreude. Also ich will jetzt gar nicht in das Detail von Nussaromen und Holzaromen gehen, sondern wirklich diese Lebensfreude zu leben mit jemand, der dir gegenüber sitzt oder neben dir und einfach ein nettes Gespräch zu haben und dazu das beste passende Glas Wein zu trinken. Und da sage ich jetzt, kenne ich mich ein bisschen aus und dann kann man immer fragen, was magst du, was schmeckt dir? Rot, weiß, etwas Säure, weniger Säure. Und so ist es immer wieder schön, ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch ein Story-Opener, sage ich jetzt immer wieder. Ja, das ist wie ein gutes Essen, ne? So, wenn man sagt, genau. So ein Garten oder Fisch oder was auch immer oder Gemüse, wo man dann sagt, was macht das jetzt aus, das Gericht, ne? Das ist immer das Gewürz, was drin ist. Und man erinnert sich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich an einen Wein, den hatten wir auch mal. Da reden wir heute noch davon. Das ist echt ein Erlebnis gewesen, weil ich liebe süße Weine. Und wir haben den Kellner gefragt, er hat gesagt, also ich möchte bitte einen süßen Wein. Und das war im Schwarzwald. Und dann erzählte er uns von diesem Wein, also auch wie ein Erlebnis. Er stellte uns den hin und es hat uns hier umgehauen. Also so einen Wein habe ich noch nie getrunken. Als wenn du die Traube im Mund hast. Und da denken wir heute noch drüber nach. Und wir haben uns dann auch wirklich so eine Kiste gekauft und den trinken wir auch wirklich nur zu was Besonderem. Also es kann dann schon auch eine Geschichte draus werden aus einem Wein. Und das finde ich schon irgendwo faszinierend, weil ihren Wein, manche trinken es halt einfach so, diesen Billigfusel oder halt irgendwo dieses Erlebnis, was man kreieren kann. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo du sagst, du möchtest aus diesem tollen, wie soll ich denn sagen, ist ja irgendwie schon ein Genuss, eine schöne Geschenke ja auch bilden. Und das hast du ja gemacht und du hast auch dazu schöne Videos gemacht und du hast ja auch da mir was zugeschickt, wo ich gedacht habe, ja, das finde auch toll, die Art und Weise, wie du das machst, also auch so dran geblieben und auch so ernsthaft, so richtig, du musst das kennenlernen. Frau Bollwein, das musst du kennenlernen. Also ihr habt doch mehrfach angerufen und denkt, ja, also das muss was sein, wenn jemand so wirklich brennt für sein Produkt. Und hab mir's angeschaut, denke ich mir, ja, wäre schon ein tolles Geschenk für
jemand, der eine Firma hat, seinen Mitarbeitern mal was Tolles schenken möchte oder vielleicht auch eine Kosmetikfirma, die besondere auch mal vielleicht jemanden ehren möchten, der was Tolles geleistet hat in einem Monat, habe ich gesagt, das wäre schon cool. Also ich könnte mir das schon gut vorstellen, wenn ich sowas bekommen würde, so schön verpackt, der macht ja auch tolle Verpackungen, würde ich mich schon echt drüber freuen, auch wenn ich jetzt nicht der Wein trinke, aber allein schon die Aufmachung, so dieses Drumherum, das ist ja wie auch Kosmetik, wenn man, ich liebe Kosmetik, ist ja auch was Schönes, wenn man es auspackt, es riecht gut, du trägst es auf, ist für mich jedes Mal immer, ist immer noch, und ich bin 26 Jahre jetzt schon in der Kosmetik, ich freue mich immer, wenn sowas Neues kommt und ich darf mir das aufs Gesicht auftragen, es ist für mich immer, ja, toll, und so wird es für dich mit dem Wein sein, ne, so dieses Erlebnis. Ja. Genau so ist es für mich mit Essen und Trinken. Und wie man an dir auch sieht, es macht dir, es bereitet dir Freude in deiner ja. Branche und es bereitet mir Freude in meiner Branche. Und wie du schon eingangs gesagt hast, du hast eingangs einen sehr smarten Satz gesagt, bitte dranbleiben. Aber nicht nur dranbleiben im Podcast, du musst immer dranbleiben im Leben. Und das hat New York aus mir gemacht. Und das war sehr schön, dass du das gesagt hast. Ich glaube, dass unser Werbevideo für die Champagnerbox sehr gut ist. Das gefällt mir auch persönlich sehr gut. Und du musst halt wirklich ständig nachtelefonieren oder immer irgendwie präsent sein, dass du auch zu Menschen wie dir kommst, die in einer komplett anderen Branche sind und die vielleicht anfangs oder vielleicht anfangs gar nicht wissen, wie sie es einsetzen könnten oder was man machen könnte damit. Aber beim mehrfachen Hinsehen oder beim zweiten Mal Hinsehen sieht man, dass man wie in unserem Sinne jetzt da wirklich einen Mehrwert schaffen könnte für Menschen, die etwas Tolles geleistet haben, für Menschen, die lange im Betrieb sind, für Mitarbeiter, die lange im Betrieb sind, für Kunden, die ich langjährig habe. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, in der Kosmetik, wenn du was auftragen darfst, geht ja immer um diesen Wow-Moment. Du sagst, wow, das ist gut, das fühlt sich gut an. Also du hast ja eigentlich 70% der Miete hast du schon mit diesen zwei Sachen. Emotionen, Und genau, und diese Emotionen muss man, glaube ich, immer mehr mittlerweile in unserer Arbeitswelt, ob Mitarbeiter oder Kunde, rüberbringen. Wir haben alle eine Personalknappheit, wir suchen händeringend Kunden, wir wollen diese Kunden natürlich auch halten. Jeder weiß, dass ein Bestandskunde einfacher zu bedienen ist, als immer wieder neue zu finden. Und da, glaube ich, kann man mit kleinen Incentives wirklich einen großen Unterschied machen. Das sagst du was Schönes, und zwar wirklich auch so Stammkundenpräsente. Das ist ja auch das, was wir auch in unseren Schulungen immer wieder propagieren, wo wir sagen, du kannst das Geld natürlich in Kampagnen für Neukunden investieren. Aber oftmals ist es so, dass wenn man Stammkunde ist, das sieht man ja oftmals, wenn so Angebote sind. Die Neukunden, die kriegen immer irgendwas erstmal für 0 Euro oder 1 Euro. Die Stammkunden kriegen gar nichts. Ne? Und dann denke ich mir immer, nee, macht's umgedreht. Ne? Die Stammkunde ist das Wertvollste, was man hat. Hier wirklich mal rein investiert. Also wir haben hier speziell auch Kosmetikerinnen sagen, also für mich ist es wichtig, dass ich meine Stammkunden pflege und das mache ich wirklich, da gebe ich wirklich auch Geld aus, weil mir das das wert ist und die bleiben auch und die schätzen mich und da kommen auch Umsätze rein, die würden auch nie woanders da kaufen, weil sie einfach wissen, hier bekommen sie rundherum Sorglos-Paket plus auch noch diese Wertschätzung und Wertschätzung ist sowieso, finde ich, in der heutigen Zeit, was wo man viel, viel zu wenig macht. Na, und ich finde mit dem Geschenk und vor allen Dingen, es ist ja jetzt nicht nur, dass man sagt, hier, ich bringe mal eine Flasche Wein mit und dann hat man oft mal so diese Tüten, ne, die man so, wo man sie reintut, mache ich auch mal gern. Ne? Und du hast halt das Besondere außenrum kreiert. Und da denke ich jetzt wieder an eine Drogerie, wo früher Menschen nur rein sind, oder eine Parfümerie, wo die Menschen nur rein sind, weil es schön verpackt war, die Männer gerade. Ne? Die sind da rein und sagen, oh, das wird so schön verpackt. Ne? Und die Verpackung ist schon die halbe Miete. Und dann, wenn der Inhalt noch passt und man sagt, no, das ist ein Doppel-Wow-Effekt, ne, das ist natürlich dann schon toll. Und da ist man als Kunde oder jetzt als Geschäftspartner oder als Mitarbeiter, muss ich sagen, fühle ich mich gerade so ein bisschen reinversetzt natürlich schon auch. Würde ich mich schon sehr, sehr, sehr freuen. Also das würde ich schon sehr wertschätzen, muss ich sagen. Finde ich eine tolle Sache. Du hast es richtig angesprochen und du machst mit kleinen Unterschieden in der Verpackung. Das Produkt muss gut sein. Das ist aber eine Standardvoraussetzung in der heutigen Welt, dass das gut ist und dass das Realgläser sind. Aber wenn du das noch ganz schön verpackst und weiterschenkst, hast du diese Emotion, die du mit einer Flasche Wein, die du in einem kleinen Sackerl hast, nie erreichen wirst. Hm, stimmt, und wir leben ja alle im Zeitalter des Internets.
wenn du jetzt, ich sage jetzt in Wien in das Wein und Co. gehst oder zu Weinwolf oder wie sie heißen in Deutschland, du kaufst eine Flasche Wein, der googelt dich und sagt, naja, mehr wie 30 Euro bin ich ihm nicht wert. Mit meinen Geschenken du bist nicht preisvergleichbar. Ich habe dir was geschenkt, das hochwertig ist, das Emotionen erzeugt in dir und es kann keiner sagen, was das wirklich kostet. Und ich glaube, das ist ein sehr oft bemerkt, also wird diese Bemerkung wird sehr oft gegeben von meinen Kunden. Und ich bin da sehr, ich höre da immer sehr genau zu, weil meine Kunden, man lernt ja in solchen Sales-Seminaren, man muss sich eine Zielgruppe suchen, man muss eine Zielgruppe finden. Ja, dann sage ich aber, das Christkind oder der Weihnachtsmann schenkt jeden am Jahresende. Also so ist es ja. Und ich habe von Bauunternehmern über Golfplätze, über Personalberatungsfirmen und Immobilienmakler, ich habe wirklich eine ganz große Bandbreite, weil es einfach schön ist, wenn du eine Wohnung verkaufst, hast du ein Champagnergeschenk. Wenn ich am Golfplatz ein Geschenk brauche, die trinken ja auch immer Champagner. Und am meisten begeistert mich mein Kunde im Baugewerbe, er sagt, er hat immer eine Box im Auto, weil er einen Vertragsabschluss macht mit einem anderen Baumeister, gibt ihm ein Geschenk, weil dann braucht er nicht nachdenken und er weiß, dass sich der am anderen Ende, der sieht, dass er sich Gedanken gemacht hat. Sehr schön. Ja, und wie ist es jetzt, wenn jetzt angenommen, jetzt Kosmetikerinnen, die hören ja jetzt zu und die sagen, oh, das hört sich echt mega gut an. Was würde denn sowas jetzt Minimum kosten? Was ist so das Preissegment? Gehen wir hier gleich mal mit raus, weil wir haben ja hier auch, wir arbeiten selber ja, also unser Ziel ist es ja im Premium-Bereich zu arbeiten. Und jetzt, wie gesagt, wenn jetzt Kosmetikfirmen zuhören oder eben auch Premium-Kosmetikerinnen, was würde denn sowas jetzt kosten? Wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt so eine Box und möchte das einer Kundin schenken, gibt es denn sowas, wo man sagen kann, in einem Preissegment, wo man sagt, das ist, weil man muss ja immer gucken, was bringen Kunden oder was bringen jetzt Partner? Also es muss ja auch immer in der Gewichtung bleiben, ne? Absolut. Da schauen wir, da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen. Wir haben ja weitere Produkte am Markt. Unsere Produktpalette ist im Preisschema von 49 bis zu 145. Also da ist für jedermann was dabei. Ja. Im Champagnerbereich mit der also Champagnerbox mit Riedelgläsern und Kühler und Verpackung plus Personalisierung. Was meiner Meinung nach wahnsinnig gut in die Kosmetikbranche passt, weil es ein Lifestyle-Produkt ist und wir leben in dieser Lifestyle-Welt, ist 135 Euro, also im Nettobereich für Business-Kunden. Mhm. Und ich meine, wenn man das Ganze sieht, eine Flasche Champagner im Markt oder und dann Riedelgläser, also das ist schon sehr hochwertig und ist vom Preis schon immer sehr fair, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Und du machst ja auch eines, ihr macht es, ihr personalisiert es ja dann eben auf denjenigen, der es kauft. Also das heißt, die Kosmetikerin kauft es dann oder die Kosmetikfirma und dann wird das Logo drauf gemacht, ne? Oder wie ist es dann bei euch? Ihr personalisiert das dann richtig? Genau, ich brauche dann eigentlich nur das Logo und ich kann dir dann die Banderole um die Box erstellen, sodass du sofort von außen einen Wiedererkennungswert hast. Würde dir die Gläser gravieren, also die Gläser sind gebrandet mit deinem Firmenlogo, der Kühler wird beföhnt mit deinem Firmenlogo. Und was ich noch erwähnen möchte, was einen wahnsinnigen Mehrwert jetzt aber für den Käufer hat, wenn wir jetzt sagen, im Kosmetikbereich, jemand braucht 10 oder 15 Boxen und sagt, ich habe das übers Jahr hinaus zu meinem besten Kunden, ich mache ja auch Shipping, Handling und Storage. Das heißt, ich versende hier aus der Steiermark. Ich würde das Ganze bei mir storen und auf Abruf würde ich es raussenden. Und ich arbeite hier, und das möchte ich nur kurz erwähnen, mit einem Logistiker zusammen, wo ich wirklich um den Inlandstarif in Deutschland nach Deutschland schicke. Also es sind jetzt nicht keine Mehrkosten, weil es aus Österreich nach Deutschland oder weil es aus Österreich nach Europa geht, in andere Länder. Also wir haben da sehr gute Tarife und sind da sehr gut aufgestellt. Und das ist auch ein großer Pluspunkt unserer Firma, da wir das ganze Rundum-Paket anbieten, weil wenn ich 15 Boxen bestelle, die haben eine gewisse Größe, wäre wahrscheinlich das Vorzimmer voll und das wäre auch nicht ästhetisch schön. Und so kann man einfach nur abrufen und sagen, Leo, ich brauche zwei nach Ulm morgen und eine nach Bremen und die gehen innerhalb von 24 Stunden raus.
Okay, super. Ihr habt ja auch noch andere Sachen, ne? Eben auch personalisierte Rucksäcke oder sowas, wo man halt so mit Feschpa, glaube ich, wo man halt ein bisschen Picknick machen kann, ne? Das ist ja auch sowas, wo man sagt, ganz süß. Also sind verschiedene Sachen. Es gibt ja auch die Webseite dazu bei euch. Ne? Kann man sich ja auch mal informieren, wobei ich die da jetzt gar nicht gefunden habe, alles. Kann man denn irgendwo alle Produkte oder muss man bei euch, jetzt muss ich mit dir jetzt erstmal in Kontakt treten, um zu wissen, was du alles anbietest, oder findet man irgendwo deine ganze Produktpalette? Also unter www.liquid-signature.com haben wir eine Webpage, die gerade umgebaut wird, weil, wie du schon gesagt hast, der italienische Dolce Vita Rucksack, der was zum Wandern ist, und die Alpenglück Milchkanne sind jetzt zwei komplett neue Produkte, die wir seit 3 Wochen gelauncht haben im B2B-Bereich. Die wird jetzt umgebaut und die kommen in den nächsten 2 bis 3 Wochen auf die Webpage. Aber auf der Homepage sind auch die Kontaktdaten von mir. Man kann gerne mit mir persönlich in Kontakt treten. Ich habe die Anja, die das Ganze regelt und weiterführt. Also die würde die Präsentationen schicken, die würde die Videos schicken, alles was man von Preislisten, alles was gebraucht wird. Was man dann braucht. Ne? Gibt es denn die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich habe ja meine eigene, na gut, es ist ja personalisiert, ne? Weil also wenn ich jetzt meine eigene Kosmetikmarke habe, könnte ich dann sozusagen meinen eigenen Champagner, weil ich den so branden könnte, auch so mehr oder weniger anbieten? Das ist richtig. Ich kann, also da gibt es Staffelungen. Ich kann sogar, wenn ich jetzt eine Kosmetikmarke habe und ich bin ein großes Kosmetikbrand, bei den Rucksäcken zum Beispiel, die Rucksäcke sind mit italienischen Spezialitäten von kleinen Manufakturen gefüllt und ein Rezept dazu von einem Starkoch aus Italien, nur dass die Leute wissen, ne? Ich kann sogar bei 500 Stück die Rucksäcke nach mit dem Firmenlogo, Firmen-CI, also farbtechnisch komplett umgestalten, ne? So, dass es wirklich zu dieser Kosmetiklinie oder Firma passt, mit komplett CI. Also da müssen wir, da sind alle Möglichkeiten offen ab einer gewissen Stückzahl. Ah, okay, gut zu wissen. Sehr schön. Ich glaube mal, Leopold, wir haben soweit alles besprochen. Es ist, denkt bitte dran, es ist irgendwann wieder Weihnachten, überraschenderweise immer am 24. Dezember. Vielleicht ist der ein oder andere, wo sagt, Mensch, wäre eine tolle Idee eben für die Familie, für jemand, der dir irgendwann mal einen tollen Gefallen getan hat, oder eben für tolle Kunden, wo du sagst, ich möchte dem nicht immer irgendwie das Gleiche, ich brauche mal was Besonderes. Und das war jetzt eigentlich so die Intention hinter diesem Podcast, dass wir einfach sagen, hey, guckt mal raus hier, wie ihr genauso, vielleicht versteckt sich irgendwo in dieser Welt irgendwo auch so ein, ja, eben so ein Leopold Schneemann, der eben solche Geschenke hat, genauso wie ihr so eine Kosmetikerin seid, die eben auch das Besondere hat eben oder ihren Kunden anbietet. Also von daher habe ich ja, wir machen jetzt einfach mal einen Podcast. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ja sehr interessant. Vielleicht eine tolle Lösung, vielleicht auch eine tolle Idee. Keine Ahnung. Aber ich habe mich jetzt sehr, sehr gefreut, Leopold, dich überhaupt kennenzulernen, überhaupt mal so in die kleine Welt des Weines eintauchen zu dürfen. Und ich muss mir doch mal von dir einen Wein bestellen, muss es doch mal probieren, damit ich weiß, was so ein besonderer Wein, denn was für ein Genuss das dann doch ist auf der Zunge. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt, Birgit. Ich denke auch, dass wir in Kontakt bleiben, ganz bestimmt. Ne, auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg. Hast du noch ein abschließendes Wort? Ist noch irgendwas, wo du gerne loswerden möchtest? Ich möchte nur sagen, und das wiederhole ich jetzt wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, also jeder, der da draußen etwas Außergewöhnliches macht mit Emotionen, ich bewundere ihn oder sie, und bitte bleibt dran, nicht nur im Podcast, sondern auch im Leben. Und dann wird es funktionieren. Dankeschön. Wir wollen sehr, sehr schöner Abschluss, und dem ist auch nichts dazu zu fügen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei den Hörer und Hörerinnen und freue mich schon auf den nächsten Podcast mit tollen Experten und Expertinnen. Und schön, dass ihr dabei wart. Alles Liebe. Tschüss, die Birgit. Danke. Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.